Mögen die Sterne uns leiten. Mögen die Sterne uns leiten. Beeindruckender Auftritt. Siehst die Moschein. Willkommen zu Hause. Ich dachte nicht, dass ich es je wieder sehe. Ohne den Widerstand und den Pathfinder wäre ich jetzt nicht hier. Und ich habe sie gefunden. Wir konnten noch weitere Angara befreien und eine Cat-Anführerin töten. Wir haben vieles zu feiern. Ich werde den Pathfinder zu Ayas Gewölbe bringen. Je eher ich dorthin komme, desto schneller kann ich Eos bewohnbar machen. Dann erledigen Sie es. Ich werde das Gewölbe auf Ihre Ankunft vorbereiten. Ein Shuttle bringt Sie zu mir, wenn es soweit ist. Danke, Moschai. Wir kämpfen schon zu lange allein gegen die Kett. Sie haben bewiesen, dass das nicht so sein muss. Es ist an der Zeit, über ein Bündnis zwischen unseren Völkern zu sprechen. Wir schaffen mit Freuden Platz für Sie auf der Nexus. Und wir richten Ihnen hier ebenfalls eine Botschaft ein. Unsere Stadt steht Ihnen offen. Gut gemacht, Jor. Jetzt warten neue Aufgaben. Ich muss beim Pathfinder bleiben. Jarl ist ein geschätztes Mitglied meiner Crew. Das wundert mich nicht. Ich sehe die Vorteile. Erlaubnis erteilt. Ich muss einen Bericht einreichen. Verlassen Sie Aya nicht ohne mich. Wie käme ich dazu? Dann gleich auf zum Gewölbe mit Pipi freuen. Ich war seit über 20 Jahren mit niemandem mehr hier. Es gab immer eine aktive Anzeige für Aya, aber wir konnten nie etwas tun. Okay, mal sehen. Sam? Ja, das ist neu. Ist das ähnlich wie auf Eos? Sagen Sie mir, was sehen Sie? Was fragen Sie mich das? Sie sind hier die Expertin. Also, was sehen Sie? Die Gewölbe. Wir wissen, sie sind ein Netzwerk. Allerdings... Sind sie nicht miteinander verbunden, sondern mit diesem Ort? Dieses Bild hat mir der Archon auf einer Reliquie gezeigt. Er nannte es Meridian. Und Ayas Gewölbe ist offenbar als einziges vollständig damit verbunden. Und es macht, wozu es gedacht war. Terraforming. Das Gewölbe auf Eos ist ebenfalls präsent, aber verändert. Unser Zugriff darauf hat die Verbindung beeinflusst. Was denken Sie, Professor? Ich denke, Meridian ist das Kontrollzentrum sämtlicher Gewölbe. Diese Entdeckung könnte alles verändern. Wenn wir Meridian erreichen, könnten wir von dort aus ganz Helios zum Leben erwecken. Langsam, Ryder. Der Archon weiß, wo es ist. Er war bereits dort. Was? Wo? Auf Meridian? Natürlich. Deshalb die Folter. Ich sollte ihm helfen, es zu benutzen. Weil er es nicht kann.
Meridian ist unsere größte Chance zu überleben. Wir müssen es ihm entreißen. Ja. In seinen Händen könnte eine derartige Macht unser aller Ende bedeuten. Er wird es bereuen, mir begegnet zu sein. Sie brauchen diese Reliquie. Vielleicht weiß ja der Widerstand, wo das Schiff des Archons zu finden ist. Ich rede mit Ephra, damit er sie unterstützt. Wir treffen uns dort. Pathfinder, laut Analyse trägt diese Pflanze Früchte. Können wir sie essen? Unbekannt. Falls wir weitere Proben finden, kann ich die Daten zur Untersuchung an Dr. Tipero schicken. Die Morsha jemals wiedersehen würde. Und noch viel weniger, dass wir es ihnen zu verdanken haben. Willkommen auf dem Markt. Ich bin Arbiter Renarf. Meine Aufgabe ist es, den korrekten Umgang zwischen Händlern und Kunden sicherzustellen und etwaige Streitigkeiten zu klären. Als erster Fremder, der unsere Stadt je betreten hat, können sie unsere Gesetze nicht kennen. Das sollten wir ändern. Wer entscheidet, was mit Leuten geschieht, die gegen das Gesetz verstoßen? Das hängt von der Schwere der Tat ab. Kleinere Vergehen kläre ich direkt hier vor Ort. Schwerwiegendere erfordern ein Tribunal. Wo ich herkomme, lautet das oberste Gesetz beim Handel, nicht betrügen. Bei mir ist das hier anders? Ich vermute, wir definieren Betrügen unterschiedlich. Ob etwas Unrecht ist, hängt stark von der jeweiligen Perspektive ab. Ich will hier keine Schwierigkeiten machen. Wie kann ich mich über Ihre Gesetze informieren? Ich schicke Ihnen eine vollständige Übersicht. Machen Sie sich mit den Inhalten vertraut. Persönliches Verantwortungsbewusstsein ist einer der Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Und wir erwarten es von jedem. Verstanden. Bitte suchen Sie auch meine Kollegen im Büro der Gouverneurin und im Hauptquartier des Widerstands auf. Von ihnen erfahren sie mehr über unsere Kultur sowie darüber, was es bedeutet, sich frei unter uns zu bewegen. Es ist wichtig, dass sie das verstehen. Es wäre schließlich höchst bedauerlich, wenn sie unwissentlich gegen unsere Gesetze verstoßen würden.
ein wenig Luxus. Paripo, frisch von... Daisuan, ich war vor Ort, als Sie gelandet sind. Und ich habe gesehen, wie Sie durch die Stadt eskortiert wurden. Das war bestimmt ein komischer Anblick. Ein Fremder, der unerwartet hier auftaucht, ist für uns nicht unbedingt ein Grund zum Lachen. Ich habe noch nie solche Früchte gesehen. Was ist das? Paripos. Sie sind süß mit einer leichten Schärfe. Manchmal, wenn ich Glück habe, habe ich auch ein paar Quiloa oder Elmok im Angebot. Ist Obst hier eine Seltenheit? In dieser Form ja. Und es ist sehr teuer. Wenn jemand eine Paripo bei mir kauft, heißt das, er hat etwas zu feiern. Das ist ein Luxus, der von Freunden und Familie geteilt wird. Ich mache mich mal wieder auf den Weg. Ich verkaufe nicht an Aliens. Scheiß Rassisten. Aufstieg ist nur ein weiteres Wort für die Tatsache, dass die Kett uns töten. Und wenn du dich irrst, was, wenn wir für sie getötet haben, ohne uns dessen bewusst zu sein? Ich habe einen Kett aus der Nähe gesehen, als sie uns angegriffen haben. Er hatte nichts mit unserem Volk gemein. Ich habe unterschiedliche Arten von Cat gesehen. Sie lassen möglicherweise verschiedene Spezies aufsteigen. Alles, was sie verwandeln, wird zu einer Abscheulichkeit. Wir müssen diese Kreaturen vernichten. Danke für diese Einblicke, Pathfinder. Wir sehen uns mit einem komplexen Problem konfrontiert. Kommt, meine Freunde, lasst uns darüber debattieren. Ryder, ich habe die Pflanzen untersucht, die Sie uns geschickt hatten, und es gibt gute Neuigkeiten. Sie sind essbar. Heißt das, wir können sie auf der Nexus anbauen? Ja, und nicht nur diese Sorten. Wenn ihr genetischer Aufbau ähnlich ist, müsste der Großteil der Nahrungsmittel auf Aya genießbar sein. Aber ich muss sicher gehen. Besorgen Sie mir also bitte eine Probe von sämtlichen Früchten, die auf dem Markt erhältlich sind. Ich musste informiert werden. Es war Unrecht, mich im Dunkeln zu lassen. Es ist eine laufende Ermittlung. Sollte nicht respektlos sein. Wusste es Jor? Natürlich nicht. Und der Mensch auch nicht. Ich wollte nicht stören. Das hier geht Sie nichts an. Jetzt schon. Wir müssen das Flaggschiff der Cat finden. Sagen Sie ihm, was wirklich passiert ist.
Moschei, bitte. Das könnte unser einziger Weg zum Archon sein. Einer meiner Männer hat den Cat geholfen. Der Widerstandskommandant Bane Tarif. Der Archon wollte ihr Wissen über die Reliktech. Warum sollte Wen sie verraten? Ich weiß nicht. Darum habe ich nichts gesagt. Ich werde ihn ergreifen. Dann wird er für seine Tat büßen. Wissen Sie, wo er ist? Kedara Port. Meine Kontakte jagen ihn. Kontakte? Sie können dort niemandem trauen. Das sind alles Verräter. Angeführt von Exilanten. Aus ihrer Galaxie. Wen könnte wissen, wo der Archon ist? Und sein Schiff. Wir können das nicht Abtrünnigen überlassen. Ich bin noch neu in der Galaxie. Wo genau ist Wen hin? Kedara Port ist ein Handelsposten. Wir haben ihn verlassen, als die Cat einfielen. Einige von uns gingen zurück. Sie unterstützen Aya nicht. Wie kommen Exilanten von der Nexus dorthin? Pech für alle. Ich brauche die Reliquie nach Meridian und ich habe meine Leute im Griff. Ich mach das. Gefällt mir nicht. Mir egal. Der Pathfinder hat recht. Ich sende meine Akte über Kedara an ihr Schiff. Unser Verräter könnte etwas wissen. Wir brauchen ihn lebend. Das liegt bei ihm. Viel Glück, Pathfinder. Und Ephra, wir sind noch nicht fertig. Ich habe schon gehört, dass Sie mich aufsuchen würden und Ihnen ein Datenpad mit unseren Gesetzen in Bezug auf den Krieg vorbereitet. Beherzigen Sie sie. Seite 1 von 241. Nein, danke. Die Cats sind aggressiver geworden. Es gibt weniger Entführung. Jetzt massakrieren. Dann...
kaufe, brauchen Sie auch nicht. Kann ich etwas für Sie tun?